werte Freunde der Uhrmacherei, damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte mal was zeigen, was gerade bei mir zu Hause ansteht, und zwar eine Reguliervorrichtung, die gibt es bei manchen Pendülen, und das ist eigentlich hochinteressant aufgebaut. Das ist hier ein Block, der so ausgefräst ist, der kommt hier auf die Ankerbrücke draufgeschraubt, und dann ist hier drin, zeige ich mal jetzt dieses Zahnrad. Da ist auch eine Bohrung mit Gewinde und so drin. Da ist das hier. Und hier macht man dann die eine Seite der Pendelfeder rein. Und dann kann ich vom Zifferblatt aus, ich zeige das mal, das steckt hier. Dann kann ich, dreht sich das quasi wie so eine Art Kegelgetriebe. Und dann kann ich durch diese Auf- und Abwärtsbewegung, die ich ja damit generiere, den Vor- oder Nachgang einstellen. Ich finde, das ist einfach eine super lustige Geschichte. Wird aber sehr oft stiefmütterlich behandelt, weil dann nicht das richtige Pendelfederblech da ist oder so. Und Uhrmacher bauen damit wirklich viel Scheiße. Also, egal. Also, muss man immer mal drauf achten. Ich baue das Ganze mal zusammen, dann sehen wir das ein bisschen mehr in Aktion. Und jetzt zeige ich euch mal das zusammengebaut. So sieht das aus. Ja. Da habe ich hier dieses eine Rad, was eingesetzt ist mit diesem Gewindestück, ne, wo dann die Pendelfeder unten eingesetzt ist. Die eine Hälfte sozusagen. Oder das eine Ende. Und dann habe ich hier dieses andere Zahnrad mit der Welle, die ich dann später durchs Zifferblatt durchstecke, und von vorne kann ich das regulieren. Und hier an der Seite ist noch eine Feder zum Arretieren. Ne, die greift sozusagen in die Zahnlücken ein, und dadurch bleibt das dann auch immer in der Stellung, wie ich es fertig gedreht habe. Ich habe jetzt mal einen Taschenuhrenschlüssel. So, und dann drehe ich das mal für euch ein bisschen. Da sieht man das. Da kann ich das richtig weit runterdrehen. Oder eben halt auch wieder raufdrehen. Ich ziehe jetzt gerade die Pendelfeder ein Stück rein. Jetzt drehe ich sie. Jetzt ziehe ich sie raus. Und jetzt, genau, jetzt ziehe ich sie rein. So drehe ich sie raus. Also, was es so gibt, was man sich so ausgedacht hat, um es den Besitzern bequem zu machen, das Ganze zu regulieren, das finde ich immer wieder toll. So, jetzt baue ich das Ganze mal in die Uhr ein, und dann sieht man das noch ein bisschen ticken und so. So, Freunde, so schaut die Uhr von hinten aus. Alles tickt und macht. Hier ist die Reguliereinrichtung auch wieder eingebaut. So, und jetzt die Uhr von vorne. Ja, so schaut die Uhr von vorne aus. Eigentlich ganz hübsch, ne? Mir ist das ja ein bisschen zu fett, aber naja. Für einen Nachbarn kann man das mal machen. Da sieht man das Pendel auch, ne? Gut, Freunde, Like nicht vergessen, war wie immer. Das war mal wieder ein kleines Video aus der Werkstatt. Tschüss.